Vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Guten Morgen. Trotz ja schlecht angesagten Wetter sollte sich ja alles ändern. Hier sehr angenehm in Aachen bei Ihnen. Ich habe ein klein bisschen den angekündigten Titel verändert in Richtung Digital World, Digital Education, MOOCs als Grundbausteine einer digitalen Universität und fange mal mit diesem Thema digitale Transformation an. Irgendwie können wir das ja alles gar nicht mehr hören, nicht? Das, jeden Tag wird da gesprochen, seit, wenn man ein bisschen älter ist, schon seit 30 Jahren. Die anderen sind da ein bisschen jünger eingestiegen. Und irgendwie sieht das so aus, als ob doch alles normal ist und weitergeht, wie es ist. Aber die Veränderungen werden sehr viel stärker sein und sind sehr viel stärker. Jüngstes Beispiel ChatGPT, was ja in diesem Kontext eine Rolle spielt, wo wir uns vollkommen neu orientieren müssen. Wie gehen wir mit solchen Werkzeugen um? Wie nutzen wir sie? Und insbesondere natürlich auch Universität. Wie geht es damit um? Wenn Sie mal so ein bisschen so eine Helikoptersicht einnehmen, dann ist es so, dass die Universität, zumindest mal auch in Deutschland, von den verschiedenen Bereichen, und wir sind ja Deutschland in vielen Bereichen kein Weltmeister in der Digitalisierung, die Universitäten besonders hinten dran hängen. Unsere Universität ist immer noch so, wie sie vor 30, wie sie vor 50 Jahren war. Es hat durch die Pandemie da Ersetzungen, würde ich es mal nennen, gegeben, dass man also eine Vorlesung dann genau hält wie immer, aber dann einfach hier mit Kamera und Stream. Aber das würde ich noch nicht Digitalisierung nennen und noch keine Reaktion auf die Herausforderung der Digitalisierung, wie wir sie brauchen. Herr Meister, ganz kurz, können Sie ein bisschen lauter sprechen, weil wir haben leider können wir das Mikro nicht. Hier kein Raum. Okay. Signale abgefragt, das ist in den hinteren Reihen und ich finde alle schön leise zu sein. Ja, es ist perfekt leise. Also bitte melden, wenn ich dann zu leise werde. Es ist Anforderung an die Universität, auch noch von der zweiten Seite sehr stark zu sehen, nämlich das Skillset der Absolventen ändert sich durch die Digitalisierung. Und zwar ändert sich das sehr stark, weil Dinge, und vielleicht ist ChatGPT da ein gutes Beispiel, Dinge, die bisher Teil der Ausbildung waren, jetzt von der Maschine erledigt werden. Und das, was eben die Maschine nicht kann, das ist die Aufgabe, dass das unsere Absolventen können, nämlich diese verschiedenen Anwendungen, die Technologie dann in die verschiedenen Anwendungen zu bringen und diese leistungsfähiger zu machen. Also, wenn man die SDGs, die Entwicklungsziele der UNO sich anschaut, 17 sind das, kann man ohne weiteres sagen, dass 14 ohne Digitalisierung nicht zu bewältigen sein werden. Und von den restlichen dreien ist Digitalisierung hilfreich. Also es ist etwas, wo wir nicht stehen, ach, wollen wir das oder wollen wir das nicht oder zu viel oder zu wenig Digitalisierung, sondern für grundlegende Dinge in der Entwicklung der Welt brauchen wir das zur Lösung sozialer Probleme, zur Lösung der Entwicklungsprobleme. Sie sehen im täglichen Leben und manchmal ist das so schnell dann erledigt, wie die analogen Businessmodelle die alten Businessmodelle fressen, wenn Sie noch denken an Kodak und wie schnell dann nie wieder jemand von Kodak sprach oder Filme brauchte. Da gibt es noch einen Hobbysektor, der damit arbeitet, aber ansonsten haben wir diese kleinen Geräte. Wahrscheinlich sehr viel leistungsfähiger als damals die großen Fotoapparate. Ja, das ist das eine. Das zweite ist, Digitalisierung führt sehr stark zur Beschleunigung des Wissenserwerbsprozesses in der Welt. Weil durch die Digitalisierung neue Erkenntnisse plötzlich überall in kürzester Zeit verfügbar sind. In alten Zeiten hat es gedauert, bis dann auch ein anderer Winkel der Welt von dieser Entwicklung gehört hat. Heute geht das in Sekunden schnell. Und das führt dazu, dass neues Wissen entsteht mit immer größerer Geschwindigkeit und existierendes Wissen veraltet mit der gleichen Geschwindigkeit. Auch das ist eine Herausforderung an den Ausbildungssektor und an Universität. Hier ist mal von dem World Economic Forum mal so eine kleine Liste, was werden denn für Skills gebraucht morgen und in Zukunft? Und da sehen Sie, erst hier geht es mit den traditionellen Skills los in Technologie. Da oben ist es analytisches Denken, Innovation,
aktives Lernen und Lernstrategien, um mit diesem veränderten und an Geschwindigkeit gewinnenden Wissenserwerbprozess der Welt komplexes Problem lösen, kritische Denken und Analyse. Also das sind Dinge, die, wenn wir mal gucken in unseren Curricula, da gar nicht so ohne weiteres zu finden sind. Die sind schon zu finden, verdeckt in den einzelnen Fächern unter bestimmten Namen. Aber hier ist die Vorhersage, dass das eigentlich das Wichtigste ist, was ausgebildet werden muss. Und insofern müssen wir uns hier in der Universität darauf einstellen. Wer treibt diese digitale Transformation in den Organisationen, in den Unternehmen, in der Welt? Natürlich haben wir den Kern, und das sind wir Informatiker, die Tech-Spezialisten, die mit diesen Technologien umgehen, sie erweitern, neue Anwendungen bauen, testen, bewerten. Aber der große Teil ist, ich nenne sie jetzt mal digitale Transformer, sind diejenigen mit Domänenwissen in den ganz verschiedenen Bereichen der Gesellschaft, in der Wirtschaft, die erkennen müssen, was diese Technologien ihnen in ihrem Sektor oder in ihrem Anwendungsfeld bringen. Das heißt, diese traditionelle Einteilung schön in Fakultäten und in Studiengänge, auch die, glaube ich, ist nicht sinnvoll, über lange Zeiten festzuhalten daran, weil das sind immer Dinge, die an der Grenze zwischen Technologie und einem Anwendungsfeld stattfinden. Und die Ausbildung heute konzentriert sich immer auf das Anwendungsfeld oder auf die Technik. Also damit umzugehen, und das ist natürlich herausfordernd, weil dann hat man plötzlich mit Dingen zu tun, wo man auch auch als Lehrender kein Spezialist ist. Man ist eben hier top in dem Gebiet, und dann muss ich aber den Studierenden auch noch das und das und das beibringen. Und da kommt es darauf an, eben auch in Gemeinschaft, also mit den Kollegen von diesen anderen Gebieten das zu tun. Und Interdisziplinarität ist natürlich ein tolles Schlagwort. Und jeder schwört, dass es gut ist. Aber viele von Ihnen haben die Erfahrung gemacht, was es wirklich heißt, in einem interdisziplinären Team zu arbeiten. Die Sprachlosigkeit nach kurzer Zeit, weil permanent Missverständnisse, weil die Begrifflichkeit immer mit anderer Konnotation in den einzelnen Gebieten, das ist schon in der Informatik so, gebraucht wird und deswegen dieser Austauschprozess so schwer ist. Also das ist etwas, was wir im Auge haben müssen, wenn wir über zukünftige Studiengänge, Ausbildung, Universitätsreform nachdenken. Ich hatte eben schon hier diese weltweiten Entwicklungsziele der UNO erwähnt. Übrigens, das ist für mich faszinierend, weil die in Deutschland kaum jemand kennt, in Universitäten schon die SDGs, weil einfach am Anfang des Prozesses mal vergessen wurde, irgendeine Begrifflichkeit einzuführen, womit man in Deutschland auch über den akademischen Bereich hinaus die Menschen erreicht, dass sie das sehen. Damals mit den Millennium-Zielen vor 20 Jahren, das war mehr publik, aber hier, wenn Sie da irgendwie mit breiterem Publikum diese Sustainable Development Goals sind da gar nicht so. Nein. So, jetzt kann man sagen, das ist die Entwicklung. Wir haben unsere Studierenden, wir haben genug zu tun. Lasst es so und dann werden wir sehen, soll sich jemand anders kümmern. Ich glaube aber, wir sind die Geforderten. Wir sind die, die uns kümmern müssen, dass wir bei allem, was wir zu tun haben, uns vorbereiten. Und das wird nicht so sein, dass Modell A dann einfach in Modell zu wechseln ist, sondern das neue Modell muss erarbeitet werden. Das wird mit Schmerzen und mit Experimenten und mit Fehlschlägen stattfinden. Und diesen Prozess, den müssen wir auf uns nehmen, denn die Universitäten werden gebraucht für, ja, ich sage jetzt mal, diejenigen, die diese technischen Entwicklungen überhaupt voranbringen. Wenn wir uns mal genauer angucken, was müssen wir in Zukunft verändern? Wie können wir mit diesen Veränderungen umgehen? Ist da sinnvoll? Erstens mal die Frage, was muss ich denn ändern? Und ein bisschen habe ich es schon angedeutet, der Fokus
wen wir ausbilden, muss sich erweitern. Es ist in anderen Ländern nicht so, aber in Deutschland enthält sich die Universität sehr stark dem Thema lebenslanges Lernen und Weiterbilden. Das ist organisatorisch einfach mit unseren Gegebenheiten und Semesterwochenstunden und solchen Dingen, ist das ein Thema, was schwierig ist. In Frankreich ist es ein fester Bestandteil der Universitäten, da eben sich auch zu kümmern für die, die dann schon im Beruf sind und die sich auf einen neuen Karriereschritt oder auf einen Berufswechsel vorbereiten wollen, denen auch Angebote zu machen. Die Lehrer haben wir ja, die Leute, die wissen, worauf es ankommt, die haben wir ja besser vielleicht als andere Bildungseinrichtungen. Aber im Moment ist es irgendwie ganz schwierig, dieses Thema an den Universitäten zu setzen. Das nächste ist die Zahl derjenigen, die wir ausbilden. Das wird weiter wachsen. Also ich habe noch studiert, wo 10% eines Jahrgangs zur Universität gegangen sind. Heute sind wir, glaube ich, bei fast 50%. Und das hat so Kanten und Ecken, aber es wird mit Sicherheit nicht weniger, um das mal einfach zu sagen. Wir werden das also nicht schaffen ohne Nutzung von Technologie, digitaler Technologie, weil die den Vorteil hat, dass Dinge skaliert werden können. Also größere Zahlen erreichen, auch in verschiedenen, zum Beispiel im Bereich des lebenslangen Lernen, in Situationen, wo man nicht traditionell zur Universität kommen kann, wo man Beruf hat, Familienleben und das Lernen damit in Einklang bringen muss. Und es wird darum gehen, über Studienprogramme nachzudenken, insbesondere auch die Professional Skills, also was gar nicht mit dem eigentlichen Fach zu tun hat, sondern sowas wie Design Thinking, Projektmanagement, Selbstmanagement, solche Themen, weil das wird immer als die Future Skills dann auch in den verschiedenen, ich hatte vorhin ja schon so eine Liste gezeigt, gesehen. Nächstens, wir brauchen flexiblere Forschungsstrukturen. Und da sind unsere traditionellen Fakultäten oft nicht der geeignete Rahmen. Geeigneter Rahmen, weil dort immer, das ist vor 200 Jahren sehr sinnvoll gewesen, als sich die einzelnen Wissenschaften oder vor 250 Jahren entwickelt haben, dass man da die Spezialisten eng zusammengeholt hat, dass die da ihre Wissenschaft, ihre Chemie, ihre Physik und dann auch die Teildinge da gut entwickelten. Aber jetzt, wo bei komplexen Problemen eben da sehr viele Wissenschaftsdisziplinen Hand anlegen müssen, da muss das auch sehr viel leichter Möglichkeit sein, als da so ein Studium Generale, wo dann immer von einem Fakultät mal einer verantwortlich ist, eine Vorlesung zu machen. Also das wird sein. Sie kennen noch die Begriffe E-Learning, Teleteaching, da haben wir ja viele gehabt. Das Internet hat da wirklich, bietet tolle Möglichkeiten, die auch über die Jahre sich verbessert haben. Das fängt an bei den Geräten. Ich zeige Ihnen nachher ein Bild von unseren MOOCs, wie viele Leute schon auf ihrem kleinen Smartphone oder mit irgendeiner App lernen. Und zwar, wo sie die Wahl hätten, auch mit dem großen Desktop das zu tun. Also irgendwie scheint es für sie ausreichend zu sein, damit umzugehen. Also die Zahl der Geräte, der Endgeräte, womit wir auf Inhalte im Web zugreifen, die wird immer flexibler, immer leichter zu nutzen, immer effizienter. Und natürlich im Internet die Pools von Knowledge, also die Wikipedias, die YouTubes und all diese OpenHPI, all diese Orte, wo ganz viel Wissen, ganz viel Lernmaterial zur Verfügung gestellt wird, sehr oft auch frei zur Verfügung gestellt wird. Also damit bietet die Technologie, die wir einerseits voranbringen müssen durch die Ausbildung, eben auch ihrerseits tolle Möglichkeiten, über neue Konzepte nachzudenken. Multimedia. Ist ja immer klarer, dass vor allen Dingen Multimedia, also nicht irgendwelche Texte, sondern Multimedia-Informationen eine immer größere Rolle im Lernprozess bieten. Und wenn wir sehen, wie einfach das ist heute, selbst mit so einem kleinen Smartphone, da so eine Session aufzunehmen, wenn Sie da an viele dieser auch für den Schulbereich, dieser Lerninhalte, die da gegeben werden, dass erfahrene Leute sagen, Tipp, ich habe Pythagoras so erklärt und sprechen da in ihr Handy und am Ende gucken sich das Tausende an. Also die Technologie selbst unterstützt uns bei diesen. Vor
12 Jahren, vor 13 Jahren, das war nämlich ein Punkt, OpenHPI zu starten, war ich da Zeuge einer Diskussion an der Stanford-Universität, wo ja eine sehr starke Verbindung zu den auch Unternehmen im digitalen Bereich ist. Nicht? Also die stehen so gut da, finanziell so gut da, weil ihnen eben Google einen großen Anteil gehört. Und weil ihnen von diesen ganzen neuen Firmen, die sehr oft von Studierenden, von Doktoranden dort gegründet wurden, weil da die Universität dabei bleibt und damit auch den Kontakt sehr pflegt. Und da war so schön die Rede von, das war ja mal eine Zeit lang Mode, immer 2-0, 3-0 oder 4-0 zu sagen, sprachen die da von Universität 1-0, 2-0 und 3-0. Und Universität 1-0, alte griechische Universität. Der Professor, also der Philosoph war das, sitzt mit seinen Jüngern, mit seinen Studierenden unterm Apfelbaum und erklärt die Welt, diskutieren die Welt. Universität 2.0, wenn man das auch historisch geguckt, entstanden in der Zeit, als das mit dem Buchdruck losging, als man also Wissen sehr effizient und leicht über solche Medien verbreiten konnten. Also Universität 2.0, Universität rund um eine Bibliothek. Und das ist unsere Universität heute immer noch. Rund um eine Bibliothek. Und ich erzähle nachher von einem Vorhaben, dass wir eine digitale Uni starten wollen. Und wir haben ganz große Mühe, mit dem Wissenschaftsrat zu erklären, dass das mit so einer Universität, die natürlich verlangt wird, bevor man anerkannt wird als Universität, mit so einer Bibliothek, die da sein muss, vielleicht heute gar nicht mehr so ist. Wenn die Studenten in der Welt sind, dann macht auch an irgendeinem Ort eine feste Bibliothek gar keinen Sinn, zumal man auf die Inhalte ja durchaus heute, und in der Informatik ist das schon ganz üblich, ja digital zugreift und selten Kommilitonen da in der Bibliothek erlebt. Und jetzt ist klar, was Universität 3.0 ist. Das war die Universität nicht um die Bibliothek, sondern die Universität ums Internet herum. Mit den Plattformen, mit den Inhalten und sowas. Und ich glaube, das ist, also ich bin kein Anhänger von diesen 1.0, 2.0, 3.0 Sachen, aber das ist eine Perspektive, die mich sehr überzeugt, wohin die Entwicklung geht. Und diese Diskussionen waren damals auch im Kontext, als die MOOCs plötzlich, die Massive Open Online Kurse, publik wurden. Heute wird das ja von manchmal schon wieder als altmodisch gefunden. Das war damals insofern sehr erstaunlich und auch ein Hype, weil es gab mal in der 2012 in der New York Times auf dem Deckblatt die Erkenntnis, Lernen wird anders. Das sind die MOOCs. Und ich bin irgendwann ja, in den 10er Jahren mal eingeladen worden nach Österreich. Die haben dort eine Gesellschaft, wo die Gebäude, die Immobilien, der Universität, die Universitätsimmobilien verwaltet und besitzt. Habe mich gewundert, was wollen die da von mir? Gut, habe Vortrag gehalten, die wollten über MOOCs Bescheid wissen. Und hinterher kam ihre drängende Frage: Sollen wir anfangen, die Gebäude zu verkaufen? Die Universitätsgebäude. Wird die Entwicklung dahin gehen, dass wir jetzt gar nicht mehr investieren sollten? Ich habe sie sehr beruhigt, weil ich glaube, die Campus-Universität wird weiterbleiben. Insbesondere für die jungen Menschen als erste Phase nach dem Leben in der Familie, Selbstständigkeit, Lebensorientierung, Freund und Freundin zu bekommen, Netzwerke zu bauen. Dazu ist die Campus-Universität wunderbar geeignet. Aber das ist eben nur am Anfang so einer Bildungskarriere. Dann, wenn man im Beruf ist und Familie hat und in der Welt irgendwo gelandet ist, dann ist das nicht mehr so einfach mit einem Campus. Also diese MOOCs waren tatsächlich eine disruptive Innovation. Was war nämlich der Witz? Vorher war dieses E-Learning eine sehr einsame Geschichte. Übers Internet konnte man auf damals schon tolle Lehrinhalte zugreifen. Aber man saß alleine zu Hause, hatte keinen, mit dem man sprechen konnte. Die kleinste Ablenkung, Türklingeln, Telefon, Kühlschrank, Toilette, brachte einen aus diesem Kontext heraus. Und das hat, wer nicht autodidaktisch begabt ist, und ich glaube, das ist nur ein ganz kleiner Teil der Bevölkerung, natürlich dazu geführt, dass es keinen Spaß machte und auch nicht sehr verbreitet war. Dann kamen diese MOOCs, die sind schon ein bisschen eher losgegangen, aber berühmt geworden ist Sebastian Truhn damit, der einfach eine Vorlesung
die er da in Stanford hielt, auch übers Internet angeboten hat. Frei angeboten, das ist eigentlich nicht der Stil von Stanford, aber das war damals sehr sinnvoll, weil natürlich die Bezahlschranke sonst auch wieder... Und was war die Idee? Die Idee ist, in so einem Kurs sitze ich nach wie vor allein zu Hause, verfolge das. Aber diese MOOCs verknüpfen diesen Lerninhalt mit Social-Media-Funktionalitäten, nämlich mit diesem Forum, Diskussionsforum, mit den Lernräumen, die man einrichten kann. Und wenn man es erreicht, dass an so einem MOOC sehr, sehr viele Leute teilnehmen, wo die Grenze liegt, wissen wir nicht genau, ob das 1.000 schon sind oder 2.000. Wenn man da viele Leute hat, dann kann man darauf setzen, wenn einer eine Frage postet, dass die dann in einer halben Minute von irgendwem, da von dieser anderen am MOOC-Teilnehmenden beantwortet oder vertieft wurde. Warum? Man hat nämlich durch diese Kursstruktur eine Synchronisation dieses Lernprozesses erreicht, dass alle das Gleiche machen. Das ist so wochenweise synchronisiert, weil man den Leuten ja nicht vorschreiben will, in welcher Stunde sie was machen. Also bei uns, man kann auch über andere Zeiträume nachdenken. Aber die vielen, die jetzt alle das Gleiche lernen, sind am gleichen interessiert, haben die gleichen Fragen, wie wir das im Hörsaal kennen, wie wir das in Seminargruppe, in deinem Klassenraum kennen. Und die wenigsten der Studierenden kommen zum Professor. Das meiste wird untereinander abgehandelt. Mensch, spinnt der jetzt? Oder was soll denn das? Diese kleine, auch selbst Körpersprache, die sagt, wenn alle irgendwie den Kopf schütteln, gebe ich mir gar keine Mühe, weiter nachzudenken, was das heißen sollte. Also solche Dinge, die kann ich nicht eins zu eins abbilden. Physisch ist immer am besten. Aber die kann ich ein Stück in diesen E-Learning, digitalen Lernprozess reinholen, die es vorher nicht gab. Also das ist dieser Witz oder diesen Fortschritt, den diese MOOCs gebracht haben. Also das Nächste ist, dass man sehr stark vom Lernenden ausgeht, ihm das Wissen zu vermitteln. Das ist diese Lernerzentrismus. Kann man immer behaupten, dass man das macht, aber wenn Sie manche Lehrbücher sehen, da ist eigentlich der Material da und dann wird versucht, das Material optimal zu lehren, optimal einzuteilen und an den Mann, an die Frau zu bringen. Hier ist das, weil man sehr viel flexibler ist mit diesen multimedialen Mitteln, mit diesen kleinen Einheiten, wo man auch die kleine Einheit, wenn man gemerkt hat, Mensch, gefällt mir nicht mehr, stimmt nicht mehr. Da gibt es 2, 3 Fragen im Forum, die zeigen, da ist was Missverständliches. Null Problem, nochmal aufnehmen und dann dieses einfach ersetzen. Also dieser Prozess auch, dass das sich orientiert an den Lernen, der ist kennzeichnend für die MOOCs. Diese soziale Funktion hatte ich eben schon erwähnt. Es ist schwer, da das im Digitalen hinzukriegen. Also ich kriege es hin mit kleinen Gruppen, wenn man sich einig ist, dort mit dem und dem Tool, Kollaborationstool zusammenzuarbeiten, sehr toll. Aber wenn ich in so einer offenen Gemeinschaft der Lernenden bin, die sich da einfach angemeldet haben und aus ganz unterschiedlichen Motiven heraus an diesem Kurs teilnehmen, dann ist das schwieriger und da kommt man hier sehr gut. Wir haben da bei OpenHPI nicht nur das allgemeine Forum, sondern die Lernenden können sich auch Lernräume einrichten, entweder offen für eine Diskussion oder Spezialfrage oder eben abgeschlossen sagen, du, mit dir und dir und dir möchte ich das mal noch vertieft diskutieren. Und dann haben wir immer das benutzt als Grundlage für unsere Forschung. Das ist ja beim Lernen und in der Didaktik immer schwierig mit den Anzahlen, um nun zu zeigen, ist das jetzt die spezielle Situation, die Top-Lehrerin mit der desinteressierten Klasse oder mit der vorgebildeten Klasse oder wie immer. Hier hat man immer mit Tausenden zu tun. Das heißt, hier kann man immer relativ gut von Statistik anwenden und Schlussfolgerungen ziehen. Das haben wir immer versucht, sehr viele Formate ausprobiert, auch mit leichten Möglichkeiten für Forscher, diese 4.000, 5.000 Leute in Gruppen einzuteilen, so für ein AB-Testing oder Ähnliches und dann die Kurse eben A ein bisschen anders zu machen als B. Das Ganze ist natürlich mit dem Andersmachen, also begrenzt wieder durch die Ressourcen, die man hat. Das sind dann oft Fragen, ob man dieser Typ Übung oder dieser Typ Aktivität, die von den Studierenden verlangt wird, ob man die verlangt oder nicht verlangt und dann hinterher misst, wie haben die abgeschnitten, die es machen mussten und wie haben die abgeschnitten, die es nicht machen mussten, um daraus zu erkennen, hat das was gebracht.
Hier sieht man, das hört 2018 auf, weil ich keine Zahlen mehr später gefunden habe, einfach die Millionen von Menschen auf der Welt, die sich über solche MOOCs weiterbilden. Hier 11, 12 ist es losgegangen. Die ein bisschen farblichen, das sind Sachen von uns. Hier, da habe ich keine Farbe hingekriegt, WHO. Von damals wenigen Universitäten, heute, also 2018 auf 900 Universitäten, 1 Million Studenten. Jetzt muss ich eins sagen, ich sehe MOOCs nicht als ein Instrument für also eine traditionelle Universität an. Zu sagen, ich ersetze jetzt meine Vorlesung durch einen MOOC. Da hat man mit der Vorlesung viel bessere Möglichkeiten, gesteuert zusammenzuarbeiten mit so einer vorhandenen Zuhörerschaft. Sondern ich sehe die MOOCs vor allen Dingen in dem Bereich mehr des offenen Lernens. Dass wenn ich mich vorbereiten muss auf neue Themen, wenn ich keinen Zugang zur Universität habe, denn dort wird kein Zeugnis verlangt. Jeder kann mitmachen, der sich das zutraut. Sie haben von dieser École Carandeux gehört, Sie haben Code-Universität gehört. Das ist genau auch dieses Modell, dass man nicht sagt, ach, du hast die 8. Klasse nicht geschafft, na, dann kannst du gleich sein lassen. Sondern nein, wer das machen möchte, der soll sich versuchen. Und auch diejenigen, die Voraussetzungen haben, schaffen es ja oft nicht. Wir haben dann 2012, Open MIT kam später. EdX gab es, fing schon an, aber es gab noch nicht Open EdX. Man konnte also kein dieses Lernmanagementsystem, was man unten drunter braucht, um jetzt so Kurse mit 10.000 Studierenden hinzukriegen, was mit dem Videokonsum und dem, das kurz vor der Hausaufgabenabgabe es dann zu irgendwelchen großen Ansprüchen und Netznutzung kommt. Da haben wir nichts gefunden. Und jetzt als IT-Institut gesagt, gut, okay, müssen HPI, Studenten, Doktoranden auch können, haben dann dieses entwickelt für uns, was bis heute praktisch Grundlage von OpenHPI ist. Und OpenHPI, das war, Sie hatten gesagt, ich war Leiter des Instituts und hatte Sorge, dass meine Professoren dann irgendwie auf amerikanische Plattformen rennen. Jetzt nicht wegen der amerikanischen Plattformen, die finde ich gut. Nur die Frage war, kann ich sie hinterher noch bezahlen? Also wenn sie dann über solche MOOC-Plattformen sehr bekannt sind und dann natürlich Angebote kriegen, also ich hatte ein Gespräch damals, Hermann, das war ja TU München, Präsident, der eigentlich sehr innovativ war, mit den MOOCs, das war dann schon am Ende seiner Zeit, da hat er gesagt, oh, meine Professoren sind doch da. Da sage ich, ja, die sind aber für ihren eigenen Namen da. Nicht, dass sie den Ruhm der TU München jetzt irgendwie in die Welt tragen. Also das hat in dem Sinne auch ganz gut geklappt. Im Laufe der Zeit, wir haben natürlich angefangen mit den Inhalten, die wir haben. Jetzt nicht Vorlesungen, sondern das sind eher die Einführungen zur Vorlesung, zu bestimmten Themen. Und wir sind immer mehr auf den Trichter gekommen und haben das dann heute, nennen das heute digitale Aufklärung. Weil wir an verschiedenen Bereichen sehen, dass die dringend notwendig ist. Dass die Menschen zwar alle mit ihrem Smartphone umgehen können und schnell und weiß ich Bescheid, aber keine Vorstellung haben, was dahinter passiert. Ganz kleines Beispiel. Wir haben einen Dienst, wenn Ihre E-Mail-Adresse geleakt ist, dann sind dann typischerweise die ganzen Identitätsdaten mit dabei. Das sind Account-Diebstähle. Und wir haben, da war mal Adobe-Leak, wollten unsere Studierenden warnen und haben festgestellt, dass es ja eigentlich für jeden interessant ist, gewarnt, die Möglichkeit haben, gewarnt zu werden, ob seine Identitätsdaten im Netz irgendwo frei verfügbar sind. Merkt man ja nicht. Nur man merkt es dann, wenn das Konto abgeräumt ist oder wenn Dinge eingekauft sind oder irgendwelche Kommentare auf irgendwelchen Plattformen gemacht wurden, die nicht von einem stammen. Ich will jetzt nicht fragen, mal Sie schätzen lassen, wie viele solche geleakten Identitäten wir im Internet bis heute gefunden haben. 13 Milliarden. 13 Milliarden. Also das ist ein Riesenthema. Und dann sollte es ja eigentlich so sein, wenn Identitätsdaten geklaut sind, dass das Passwort gehasht ist. Bei ein Drittel dieser 13 Milliarden, also 4 Milliarden, ist das Passwort überhaupt nicht gehasht. Bei einem Drittel sind Hash-Funktionen, die schon lange keinen Wert mehr haben. Und nur ein Drittel macht es richtig. Dadurch können wir auch Analysen von Passworten machen. Nämlich nehmen einfach die geleakten her und die Klartext sind 4 Milliarden, also statistische Aussagen lassen sich da machen. Und das ist dann immer die Weihnachtsbotschaft, die Top 10.
Und seit Jahren ist Top 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also vorher war es 1, 2, 3, 4, dann hat Microsoft Textzeichen verlangt, dann war es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind also 1%, 400, also 40 Millionen, aber das kann man dann hochrechnen. Jetzt kann man sagen, die sind alle doof, haben keine Ahnung. Ich glaube, das ist einfach eine falsche Rezeption. Die haben nicht verstanden, was das Passwort ist. Vielleicht so eine Vorstellung, das ist wie so ein, dass ich einschalte und dass ich irgendwie in so einem, erstmal den Computer streicheln muss, bevor er dann mich ranlässt an meine Daten. Also da braucht es Aufklärung, den Menschen zu sagen, guck mal, das und das und das passiert und wenn dein Passwort ist, dann passiert das und das oder ist die und die Möglichkeit gegeben, damit die Menschen sich selbstbestimmt und eigenverantwortlich, wie ja eigentlich unser Weltbild ist, auch im Netz bewegen können und nicht nur in der Wirklichkeit. Und da braucht es, Menschen wissen nicht, was Cloud ist. Die denken, wenn sie ihr Handy benutzen und dort eine App laufen, dass die alles auf dem Handy ausgerechnet wird. Da hat gar keiner die Vorstellung, dass da irgendwelche Prozesse dahinter, dass da irgendwelche Clouds eine Rolle spielen, dass es vielleicht auch darauf ankommt, wo diese Cloud gelagert ist, wer die Cloud betreibt. Nein. So, und da glauben wir, und das ist so ein bisschen jetzt dieses, so eine Überschrift, die man nehmen kann für OpenHPI, dass man da Beiträge leisten soll und muss, für wen immer, wer interessiert ist. Es sind dann, also wir haben mit OpenHPI angefangen, relativ schnell ist SAP gekommen. Plattner hat denen das erzählt, haben gesagt, Mensch, als Unternehmen mit einem sehr schwer verständlichen Produkt, mit Kunden, die auch das nicht richtig einschätzen können, ist das doch ein tolles Medium, global einfach da zu helfen. Die haben also sich eine Plattform OpenSAP eingerichtet. MOOC-House war dann so eine White-Label-Plattform, wenn Leute sagten, ich will es einfach mal probieren, ohne gleich eine ganze Plattform zu machen. Das war ein sehr großer Bringer, die Weltgesundheitsorganisation, die damals war, kurz vor Corona war Ebola in Afrika wieder so im Ausbruch. Und immer wenn irgendwas im Ausbruch war, sind alle Informationsserver in Genf der WHO irgendwie zum Erliegen gekommen. Also die haben diesen Ansturm nicht geschafft zu bewältigen. Deswegen ist dann die Infektionsabteilung zu uns gekommen. Die offiziellen Administratoren haben das verboten, aber die Administration, die Pandemieabteilung, die hat gesagt, wir brauchen sowas, weil wir sind immer die Betroffenen, wenn dann sowas losgeht. Und dann ging das mit Ebola, da waren immerhin 50.000 drauf, ist schon ganz fahren. Und dann kam Corona und jetzt sind irgendwie sieben. Also fast 7,8, also fast 8 Millionen Lerner dort in 54 Sprachen. Also das hat uns Anlass gegeben, über automatische Sprachübersetzung nachzudenken, dass diese Leute, wenn das Material in einer Sprache da ist, auch für andere verfügbar. Hier vielleicht ein paar Sachen, die interessant sind, Altersverteilung. Mal über alle Plattformen hinweg. Sie sehen, die großen Nachfragen sind hier 30 bis 50. Es ist nicht ein Medium, was irgendwie für die Studenten. Die sind da auch dabei und es sind auch junge Menschen dabei, aber dann sehr spezifisch interessiert, sondern es ist etwas, was die Menschen erreicht im Leben. Hier nochmal ein Bild, wer es nicht gut sehen kann, Desktop, das Mobile Web und für alle diese Plattformen gibt es spezielle Apps, die man nutzen kann, wie dann auch in den verschiedenen Plattformen. Nein, auch inzwischen über 7 Millionen, OpenHPI 1,2 Millionen, knapp 8 Millionen. Also sind das schon ganz gute Hinweise, wo und wie lernen Menschen. So, jetzt die Frage, welche Formate gibt es? Das MOOC ist klar, nicht? Das ist diese Aneinanderreihung von in der Woche 10, 12 kurzen Lernvideos, die dann immer gefolgt werden von einem Selbsttest. Was ganz wichtig ist, um den Leuten zu zeigen, Mensch, hast du das verstanden? Um das sofort überprüfen zu können, die Ergebnisse werden sofort mitgeteilt, um dann irgendwie anzuregen, vielleicht guckst du es dir nochmal an, mal mit dem Wissen, welche Fragen gestellt werden, dass du die richtig antwortest. Dann gibt es zusätzliches Lernmaterial, was einfach bereitgestellt wird, wer sich interessiert. Es gibt diesen Kollaborationsspace, diese Diskussionsforum und es gibt eine wöchentliche Hausaufgabe. Und wenn man die wöchentlichen Hausaufgaben wenigstens 50% der Punkte hat und am Abschlussklausur, die ist dann 2 Stunden, muss man dann Fragen beantworten, Multiple Choice typischerweise. Bei Programmierkursen können wir auch Programmieren abfragen, also Programmierstücke abfragen. Das ist so. Die Frage ist, kann man jetzt daraus Studiengänge bauen?
Und da fällt natürlich sofort aus, ja, was ist mit sowas wie Seminaren? Was ist ja ein wichtiger Bestandteil in der Universität? Was ist mit Projekten, mit anderen Formaten außer der Vorlesung? Und da haben wir dann viel ausprobiert, immer in den Leuten das überlassen, in den einzelnen Themen und zu den einzelnen Kursen das zu tun. Ist natürlich dann im Austausch mit anderen, MOOC-Provider und mit anderen Plattformen, Literatur. Und wir unterscheiden vier, nachher werden Sie fünf sehen. Da geht dieses Teil dann nicht nur ums Programmieren, sondern auch Professional Skills. Also Knowledge Nuggets, das ist das, was eigentlich traditioneller MOOC ist. Das ist, kann man verstehen als ein Äquivalent zu Vorlesungen. Demonstrationen sind, dass Systeme vorgestellt werden und diskutiert werden. Auch das geht sehr gut digital. Nicht, dass wenn man über Betriebssysteme geredet hat, dass man dann mal ein Betriebssystem sich vornimmt und dann die Leute da Funktionen ausprobieren lässt, ähnliches zeigen. Dann Diskussionsforen. Und wie kann man programmieren lernen, lehren digital? Und diese verschiedenen Formate sind alle irgendwie mit Tausenden von Lernern, die sind einfach da, nicht? Wenn so ein Kurs 2.000 bis 20.000 Teilnehmer hat, kann man da mit denen experimentieren. Und jetzt die Frage, wie ist das mit Skalierung? Also natürlich das MOOC-Format, die Vorlesung, das lässt sich skalieren. Das haben wir ja irgendwie gesehen. Das ist ein asynchrones Lernen. Da ist dann bei uns typischerweise ein Teaching-Team dahinter, was dann Fragen, den Chat, das Diskussionsforum beobachtet und feststellt, wenn das ein bisschen in eine falsche Richtung geht oder wenn die was falsch verstanden haben oder irgendwas, dann eingreift und sagt, das ist so und so. Oder wo dann Impulse gegeben werden, auch diskutiert doch mal noch diesen Fakt. Mit diesen Beispielen, mit diesen Themen, da ist natürlich die Frage, wie weit geht das asynchron? Was passiert dort synchron? Und so mal für die verschiedenen Formate die Frage, inwieweit sie skaliert werden können und was man machen muss, um sie skalierbar zu machen. Ich würde jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen. Folien lasse ich da oder sind schon da. Also die Frage, kann ich ein Curriculum aufbauen, was eben mehr als nur Vorlesung bietet? Und dann haben wir ja ein bisschen überformalisiert in Deutschland die Lerninhalte in Modulen eingeteilt. Also was sind solche Module? Wenn ich sie übersetzen will, hier ist immer das Verhältnis N zu 1, 1 zu N. Wenn ich sie übersetzen will, also wenn ich Studiengänge baue in Modul, brauche ich Kombinationen der verschiedenen Bildungsformate. So kennen wir das von der traditionellen Universität, nicht? Da haben wir auch dann die Projektpräsentation, das Seminar, das Literaturseminar, was es da alles gibt. Und um sowas müssen wir uns dann im Digitalen kümmern. Wie kann man das ersetzen oder vielleicht sogar dann noch wirkungsvoller zu machen? So, und hier sind dann nochmal diese Erläuterung, also die Knowledge Essentials, hauptsächlich asynchron angeboten. Und das ist sicherlich der Grundträger der Bildungseinrichtung, wie das heute auch ja bei unseren Universitäten die Vorlesungen sind. Neue Themen werden vorgetragen von jemandem, der das Thema gut kennt, der also dann auch mit didaktischen Überlegungen versucht, da möglichst viel von seinem Wissen rüberzubringen. Da gibt es die Möglichkeiten, im Forum zu diskutieren, aber das ist nicht das konstituierende Element der Vorlesung, sondern das ist etwas, was man machen kann, das ist sehr streng strukturiert und leicht zu skalieren. Skalieren vielleicht auch deswegen immer, vielleicht wenn Sie im Kopf haben, es geht jetzt nicht um 100 oder 200 Studenten, sondern skalieren heißt 50.000. Also beim Studiengang, jetzt will ich hier nicht von den Millionen reden, die da bei den Kursen, sondern es geht um diese großen Zahlen. Und wenn man von dort her guckt, dann merkt man immer, was geht und was geht nicht. Und da muss man überlegen, was nicht geht, wie kann ich das trotzdem hinkriegen? Dann die zweite Lernformat waren ja die Experiences, die also das Wissen vertiefen sollen. Da geht es also weniger um Präsentation eines Vortragenden, sondern in kleineren Gruppen müssen sich Dinge angeguckt werden, müssen diskutiert werden. Also Gruppenarbeit, damit haben wir gute Erfahrungen bei den MOOCs. Es gibt auch Algorithmen, die Leute zusammenwürfeln. Man muss dann nämlich plötzlich auf Zeiteinteilung auch ein bisschen achten.
also Zeitzone achten, Interessen gelenkt. Dann diese Deep Dives, das ist dann die Projektarbeit für die Studenten. Also wo die dann Topics kriegen und irgendwas tun müssen, das kann man unterschiedlich gestalten, dass die alleine was tun müssen, dass die in Gruppen was tun müssen. Man muss den Rahmen vorgeben, was erwartet man, wie sehen die Themen aus, und man muss natürlich bei dieser großen Anzahl auch eine Themenvariation mit hinbringen. Das Teaching-Team, der Lehrende oder die Lehrende sind mehr Begleiter, als dass sie hier in diesem Prozess was treiben, vielleicht noch vorstellen, was am Anfang die Ziele sind, so weiter. Dann Mastery Coding, und gleich kommt nochmal Mastery Soft Skill. Dort geht es darum, das ist für uns Informatiker natürlich wichtig, dass die Studierenden programmieren lernen. Und da haben wir mit solchen Peer-Coding und solchen Dingen verschiedene Ansätze. Und wir haben dieses CodeOcean, ein System, das eben nicht nur Multiple-Choice-Fragen gestellt werden können, sondern dass auch kleine Abschnitte von Programmen getestet werden können. Also die Übungsaufgabe, schreiben Programm oder schreib hier was. Und das wird dann automatisch getestet, denn Sie können von Hand keine Arbeiten kontrollieren. Das geht bei diesen großen Anzahlen nicht. Also das ist sehr praktisch orientiert. Wir sind da sehr Anhänger von Gruppen, von Gruppenarbeit, was nicht nur das Vermitteln leichter macht, was dieses Arbeitsleben, was die Leute ja sowieso später erwartet, wo sie dann in Teams arbeiten, was das vorbereitet. Und das Gleiche gilt dann für solche Themen wie Design Thinking, Projektmanagement, was ja auch eher in Situationsdiskussionen hier auch wieder die Diskussion, inwieweit man das skalieren kann, wo man nicht skalieren kann. Da muss man überlegen, wie man da reagiert. Da braucht es einen höheren Personaleinsatz. Was wir bei OpenHPI gemerkt haben, es gibt bei den Kursen für Kinder, bei den Programmierkursen für Kinder, ungefragt Teilnehmer, die in so eine Mentorenrolle hineinkommen. Die beantworten eine Frage von so einem Kind und einen zweiten, und dann haben sie irgendwie plötzlich Spaß, weil die alle sagen, oh, jetzt habe ich es verstanden. Und ohne dass wir mit denen in Kontakt waren, unterstützen das Teaching-Team als Mentoren, haben da offensichtlich auch Freude bei, dass sie die Zeit dafür nehmen. Also solche Selbstorganisationsdinge, die erleben sie dann eben auch bei großen Massen. So, jetzt Frage, kann man das alles zusammenbinden für eine Universität, die vollkommen digitale Studiengänge anbietet? Und wir versuchen das jetzt gerade, haben einen Antrag gestellt, die German University of Digital Science zu gründen. Durch das Land ist es durch, jetzt ist es beim Wissenschaftsrat. Das ist eine Universitätsgründung in Deutschland, ist was Überformalisiertes. Antrag sind knapp 400 Seiten. Und ich weiß noch nicht, ob es schon vollständig ist, weil immer wieder neue Anforderungen kommen, das noch zu erklären, das noch zu erklären. Wie gesagt, ein großer Teil der Diskussion, nicht ein großer Teil, aber ein Teil ist die Diskussion um die Bibliotheken, wo man dann irgendwelche Leuten klar machen muss, was heute schon gelebter Alltag in der Informatik ist, dass die Bedeutung der Bibliotheken, der traditionellen Bibliotheken, jedenfalls für den Lernprozess sehr gering sind, zum Treffen was anderes. So, also die Idee ist es da, in Online-Programmen, wenn alles klappt, soll das im nächsten Herbst losgehen mit einem MBA und einem Masterstudiengang, MBA ein Jahr, 64 ECTS, so ein Format, was so ein bisschen in verschiedenen Versionen existiert. Wir glauben aber, beim Digitalen muss man den Leuten viel mehr Raum geben für die Selbstorganisation im Studium. Auch so lange Programme sind natürlich schwierig, weil Lebenssituationen sich ändern. Also MBA, Master. Und wenn man Universität sein will, muss man nach deutschen Vorstellungen auch Bachelor anbieten. Also damit starten wir ein Jahr später. Die Formate nähern sich, also die Lehrformate nähern sich hier aus dem, was ich vorgestellt habe, was aus diesem OpenHPI-Umfeld uns, sag mal, was wir da erkannt haben. Und auch die Forschung soll anders organisiert sein. Die Vorstellung ist, alles digital, die Professoren bleiben, wo sie sind, die wir berufen. Was es möglich macht, Professoren zu berufen, die man nie zum Ortswechsel kriegen würde. Das heißt, es ist klar, Forschung und Kooperation muss auch im Internet stattfinden. Dazu wollen wir Research Center einrichten, und zwar die ein Professor selber initiieren kann. Es müssen wenigstens drei Professoren sein.
wo er nicht lebenslang verhaftet ist, wenn er in die Universität, in die Fakultät berufen ist, da zu bleiben, sondern er kann das wechseln, er kann thematisch auch in Zweien sein. Und der Kern dieser Research Center sind Doktorandenprogramme, Research Schools, wo diese Professoren gemeinsam ihre Doktoranden ausbilden. Wir haben da im HPI, also diese hat nichts zu tun, muss ich gleich sagen. Diese Universität, Hasso-Plattner wollte kein neues Projekt starten, hat zwar lange in den Diskussionen mitgewirkt, aber also das ist, wenn ich HPI ist, sind das meine Erfahrungen dort, was ich da mitnehme. Wir haben da sehr gute Erfahrungen gemacht mit diesen Research Schools, dass Professoren gemeinsam Doktoranden betreuen. Und natürlich ist das der Ort, wo dann alle diese neuen Technologien auch eingesetzt werden können. Blockchain, nicht? Wir sind in einem großen Konsortium, Digital Credential, dass man in der Universität 40% aller Universitätszertifikate sind wohl nach Schätzungen gefälscht. Wo man also auf ein Modell umgeht, dass das Zertifikat bei der Universität bleibt und der Absolvent dann eine Möglichkeit hat, bei Bewerbung das vorzuzeigen, weil die Universität vielleicht das wenigste Interesse hat, da individuelle Zertifikate zu diese Research Labs im Internet, ja, die kann man da im Metaverse, wie immer sich das entwickelt. Ich glaube, noch solange uns die Brille noch trennt von denen, die neben mir stehen und die im Internet sind, solange ist es noch nicht richtig da. Aber die Technologie wird weitergehen. AI und all diese Themen, Big Data, Virtual Classroom, all das kann eingebaut werden. Und das führt zu notwendigerweise, wenn ich weiß, ich habe andere Mittel, zu einem neuen Nachdenken über die digitalen Bildungstechnologien, über die Programme, über den Einsatz, über die Qualifikation der Leute, die wir da haben wollen. Es soll natürlich studentenzentriert sein. Vielleicht noch eine Bemerkung, um diese Flexibilität zu erhalten, wird die Universität in Quartern statt Semester arbeiten. Und in jedem zweiten Quarter werden die gleichen Veranstaltungen angeboten. So dass ich also auch durchaus, wie das berufsbezogen ist, dann mal in ein Vierteljahr aussetze, dass ich oder längere Zeit aussetze, dass ich das wirklich mit meinem Leben verbinden kann. Denn das ist auch klar, im Digitalen ist der Lernende an einer viel längeren Leine, als wenn er hier vor mir sitzt und einen Platz im Studentenwohnheim verteidigen muss, den er nicht lange verteidigen kann. Um da vor Ort sein zu können. Das ist natürlich auch ein Druck, dann dabei zu bleiben. Das ist das, wo ich gesprochen habe, MBA, Digital Transformation. Der erste Master soll Digital Leadership heißen. Der erste Bachelor, sorry, da habe ich nochmal Transformation, das heißt Digital World. Aber was wir auch beobachten, das wird immer wichtiger. Micro-Credential ist wahrscheinlich im Moment der häufigste Begriff dazu, dass man unter dem Niveau der vollständigen akademischen Programme ein bisschen mehr bietet als Zertifikate. Im Moment, diese ganzen Plattformen bieten Zertifikate. Das sind 2-Wochen-Kurse, sind 6-Wochen-Kurse, sind Spezialwissen, sonst was. Also es ist ein bisschen unklar, was das Zertifikat wert ist. Und da ist die Idee, das ein Stück zu formalisieren, indem man das in bestimmten ECTS-Punkten, Europa in der Diskussion ist jetzt bei 5, gibt immer ganz viele verschiedene Meinungen, bei 5 ECTS für einen solchen Mikrodegree. Und natürlich dieses Selbstlernen, was das alles bieten soll. Flexible Forschungsstrukturen hatte ich schon erklärt. Die Future Skills sind mir noch sehr wichtig. Also als einfach nur als Begrifflichkeiten, Design Thinking, innovativer Ansatz, was wir im HPI sehr stark versuchen, weil natürlich diese Entwickler, die IT-Fachleute, wenn sie in der Praxis kommen, das, was wir IT-mäßig mit den Leuten besprechen, versteht eh keiner. Das, was verstanden wird, wie verändert das System, die Welt, die Arbeit dort. Und genau dort sind dann unsere typischen Informatiker gar nicht gut ausgebildet. Haben da keine Antworten, obwohl das die Hauptfragen sind, die sie bekommen. Es muss sich die Mentalität verändern, also was Universität ja immer war, selbstgetriebenes Lernen statt betreutes Lernen. Und Hauptgebäude, also muss es geben, also im Metaverse, also das ist natürlich eher dann PA. Und insofern glauben wir und arbeiten hart dafür, so eine Universität mal in Gang zu bringen, als einen Baustein, als ein Testfeld, Testlabor,
wohin so eine Entwicklung geht. Keine Konkurrenz zu traditionellen Universitäten, weil, da hatte ich ja schon gesagt, die werden gebraucht, sondern Erweiterung auf neue Zielgruppe von Lernern. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.